in der Tat geht die Energiewende Schritt für Schritt voran. Wir sind heute schon bei 36% erneuerbare Energien im Stromanteil. Das heißt, wir haben schon viel erreicht. Das kostet natürlich auch was. Wir sind hier Schrittmacher in der Welt. Der EEG-Topf ist jetzt zwischen 24 Milliarden Euro groß und wir haben ein ganz, ganz großes Interesse daran, dass auch die Energiewende für alle, für den normalen Verbraucher, aber auch für Industrie und Wirtschaft bezahlbar bleibt. Und wenn wir wollen, dass die Leute den Strom in Zukunft auch zum Heizen verwenden oder auch zum Autofahren, was ja dringend notwendig ist, damit die Energiewende auch im Bereich Wohnen und im Bereich Verkehr vorankommt, dann muss Strom günstiger werden und die fossilen Brennstoffe, Heizöl, Benzin, Erdgas, Diesel muss teurer werden. Und das ist eine große Aufgabe, vor der die Politik im Moment steht. Wir reden über große Beträge. Zum einen sind sie Energieversorger, sind es wir. Zum anderen sind es allerdings auch internationale Investoren, Versicherungskonzerne, Pensionsfonds. Das heißt, wir brauchen ein breites Spektrum von Investoren. Wir haben sicherlich auch Bürgerenergiegenossenschaften, die auch mit unterstützen. Aber um ganz ehrlich zu sein, die großen Beträge müssen wahrscheinlich von den Energieversorgern und von Infrastrukturinvestoren letztendlich getragen werden. Wir haben mittlerweile bei diesem Thema eigentlich eine breite Unterstützung, auch in der Wirtschaft eine breite Unterstützung. Ich erinnere mal an die 50 Unternehmen im letzten Jahr, darunter eine ganze Reihe von DAX-Unternehmen, Siemens, Aldi, Telekom, SAP und andere, darunter aber auch E.ON und die EnBW, die neben dem Thema Kohleausstieg auch das Thema Reform bei den Energieumlagen und bei den Abgaben thematisiert haben, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Weil wenn wir wollen, dass wir das Thema Strom im Wärmesektor und Strom im Verkehrssektor stärker sehen und hier die Energiewende vorantreiben, dann kommen wir nicht umhin, den Strompreis in Deutschland zu entlasten. Wir sind nun mal am oberen Ende in Europa und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es richtig ist, dieses zu tun in dieser Legislaturperiode.